Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben gerade leider technische Probleme gehabt, darum starten wir das Rennen jetzt zum zweiten Mal neu. Wir haben erst die Rennfolge geändert. Wenn man normalerweise Time Trial fährt, kommt ja erst Singapur, dann Russland. Aber im echten Kalender für 21 ist es wohl andersherum. Darum fahren wir jetzt erst Russland, dann Singapur. Eben gerade war trocken und ich habe mich darüber gefreut. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wir müssen mal gucken. Es ist trocken. Okay. Okay. Weil, Freunde, Russland ist meiner Meinung nach eine Strecke nix gut. Okay? Gar nix gut. So. Ehrentommy36 sagt: Hört auf Tommy. Hallo YouTube. Hallo. Hallo Tommy. Ja. Danke dir. Und guten Abend, mein Freund. Bist ja eben erst gekommen. Namen, 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 Digga. Ich hoffe, alles ist cool. Ja. Wir werden gucken, was geht. Ja. Dadurch, dass es trocken ist, habe ich Hoffnung. Ich sage euch, wäre es nass gewesen, weniger. Ja. Heute ist CRY-Stalizit. Sagt: Gruß und Kuss, Jungs und Mädels. Denkt an den Daumen hoch, den Kommentar und das Abo auf dem Kanal. Vielen Dank. Twitch Prime ist nebenbei kostenlos. Du meinst für die Leute, die vielleicht ein Prime rumliegen haben, nach 30 Tagen und gucken können, ob der vielleicht wieder benutzt werden kann? Ja, hast recht, Digga. Aber wir fahren jetzt erstmal raus und drehen erstmal eine Runde. Wie gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin gerade eine Runde gefahren, ein Qualifying. Das war ganz okay von der Zeit her, finde ich. Wie es jetzt am Ende aber Tatsache aussieht, Freunde, ist kein Scheiß, ich kann es euch nicht sagen. Ich mache mir für heute, also für heute Samstag, aber für die Leute, die das im Video sehen, ist ja Dienstag. So, ich mache mir für das Rennen am Donnerstag in Singapur, da habe ich mehr Hoffnung. Da habe ich mehr Hoffnung. Weil Singapur ist so eine Strecke, keine Ahnung, eigentlich ist die schwerer. Aber wenn du in diesem Flow bist, so wie Monaco, wenn du Monaco in diesem Flow fährst, dann leitet sie dich so irgendwie so durch den Kurs. Aber Russland, Digga, ist einfach mega breit die Straße. Du kannst gefühlt fahren, wie du willst. Aber wenn du die Kurve nicht richtig triffst, ist die Rundenzeit halt scheiße. Okay, Luca nimmt die Ausfahrt. Luca ist ja gerade rechts lang gefahren. Wir lassen auch Latifi vernünftig vorbei. Wir machen nicht den Mazepin. Komm, Sepp, fahr. Ich habe meine Reifen nicht gut aufgewärmt, ich Idiot. Ich habe einfach zu langsam gemacht, weil ich alle vorbeigelassen habe.
Ja. Das ist kein guter Start in dieses Qualifying. Verbremst. Das nicht gut. Und jetzt kommt meine Hassstelle hier. Diese Schikane. Finde ich so schlimm. Mega schlecht. Mega schlecht. Aber jetzt habe ich gleich gemerkt, dass die Runde nichts wird. Ich bin eben gefahren, eine 1:31.1 und da war noch Zeit. Aber ich habe mich gerade auch wirklich zu oft verschaltet und so, das war wirklich nicht gut. Also wir fahren jetzt auf jeden Fall in die Box. Wieder hier verbremst. Wir haben noch 0,8 übrig. Puh, das war nicht gut. Da müsste roundabout eine Sekunde verschneller werden, ey. Das war nicht gut. Aber wir fahren mit demselben Compound gleich einfach nochmal raus und nehmen nachher, wie wir es ja fast immer machen eigentlich, nochmal einfach einen neuen Satz Softs. Ich glaube, das ist okay dann. Dann sollten wir, denke ich mal, irgendwie schon irgendwie eine Runde da in den Asphalt bekommen. Also da mache ich mir eher gesagt ein bisschen weniger Sorgen. Aber die erste war natürlich jetzt so als erster Input erstmal echt nicht gut. Echt nicht gut. Wo ist eigentlich Luca gerade? Auf 18. Und Martin auf 11. Aber der ist seine auf Mediums gefahren. Okay. Kann man nicht ernst nehmen. 31,9. Das ist jetzt in der Inlap, also in der Boxeneinfahrt. Fahr nochmal raus. Mit demselben Satz Reifen jetzt. Nochmal, dann nehmen wir gleich einen neuen Satz Softs. Und die Runde rausfahren. Wir müssen früh rausfahren. Das habe ich nämlich eben gerade verkackt. Ich wollte bei 2 Minuten irgendwas rausfahren. 2 Minuten 10 oder so. Da war schon zu spät. Das heißt, wir müssen safe bei 2:30, 3 Minuten müssen wir schon rausfahren. Damit wir ganz am Ende nochmal eine schnelle fahren können. So, wollen wir aber mal. Diesmal fahren wir jetzt auch ein bisschen schneller, damit die Reifen auf Temperatur sind. Wenn ich gleich wieder mit kalten Reifen die Runde beginne. Thank you.
Verschleiß haben wir gerade von 6 und 5%, 7 und 6 hinten. Temperatur der Reifen passt. Hier ein Tick früher bremsen. Scheiße, wie ist man beim Rausbeschleunigen? Links haben wir jetzt freie Fahrt. Zeit verloren. Das war dumm. Das habe ich rollen lassen gerade, damit wenn ich quer rüberfahren und super viel Zeit gut machen. Falscher Gang, einer zu tief. Wobei der gerade gut funktioniert hat, der dritte Gang statt der vierte. Viel besser. Super, das war die schnellste Runde. So. Dann, wow, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. 1:31.120 ist so ziemlich genau die Runde, die wir eben gerade auch in der Testrunde gefahren sind. Und wir hatten am Ende noch sogar Zeit. Und wir haben auch jetzt noch Zeit. So, wir müssen gleich nur vernünftig rausfahren. So, wir starten uns gleich nochmal schön in den neuen Satz Softs. Und dann fahren wir 3 Minuten vor Ende raus. Und gucken mal, was wir dann am Ende mit der Strecke nach Track Evolution und neuen Softs dann nochmal reißen können. Wäre natürlich gut, wenn wir jetzt schneller werden als die Runde eben. Weil wenn wir es nicht werden, dann gehen wir natürlich in das Rennen mit Reifen, mit dem wir 2 Hotlaps im Qualifying gefahren sind, plus 2 Outlaps und 2 Inlaps. Ne? Die haben nämlich jetzt eine Verschleiß von vorne links 10%, vorne rechts 8%, hinten links 11% und hinten rechts und hinten rechts 10%. Also roundabout vorne und hinten im Durchschnitt 10%. Kann ich das auch so mal zeigen sonst? Okay. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht, ne? Ich hatte ja gedacht, ich überlege, ob ich vielleicht vom P3 oder 4 oder so starte. 2-3 wegen Windschatten auf erster Geraden. Wenn wir natürlich von vorne starten, müssen wir Gas geben. Luca startet extrem schnell. Luca startet immer extrem gut, muss man echt sagen. Wo ist Martin gerade? Auf 13, aber der ist immer noch auf Mediums gefahren. Das wird gleich noch eine andere Zeit. Wir sind 6 Zehntel schneller, okay, ja, das passt. Er ist auch ziemlich bei KI, okay, das passt für uns auch. Der Start ist aber nochmal eine ganz andere Nummer. So, wir schnappen uns neue Softs. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:31.1. Freunde, und dann müssen wir gleich los. Ist Martin auf Hotlap? Ja, mit Softs. Habe ich ja gesagt. Der wird gleich nochmal eine Hotlap machen.
Und die Zeit, die jetzt bei rauskommt, wird ganz anders als die, die eben gefahren ist. So, ich fahr jetzt auch raus. Wollen wir nochmal Schoko aus der Monsterdose? So, unser Ziel muss es jetzt sein, wirklich nochmal schneller. Ende. Keine Diskussion, wir müssen jetzt nochmal einmal eine schnellere Runde ballern. Weil sonst kommen wir in die Situation, dass wir mit den doppelt gefahrenen, ich glaube, Mario hat seine Runde weggeworfen. Dass wir mit den doppelt gefahrenen Reifen nämlich sonst starten müssen. Wir müssen Platz lassen, wir können nicht. Ich weiß nicht, was da vor uns los ist. Wir sollen wegfahren. Wir brauchen Platz nach vorne. Ich versuche gerade die Reifen auf Temperatur zu halten. Temperatur in den Reifen passt. Dann wollen wir mal. Schlechter Start in die Runde. Wird auch nicht besser. Shit. Okay, doch, langsam. Wow, nein. Das war's. Das war's. Shit. Wir fahren Soft Hard Jardy. Meinst du? Spannung. Dominik, moin. Ja. Ach, das war jetzt gerade wirklich. Ich hätte die Runde nochmal geknackt. Jetzt muss ich mit meinen zwei Runden in das Rennen gehen. Aber ich sehe, Martin muss seine. Ich habe nun gesehen, dass auf der Gegenseite der Strecke ein türkiser Punkt war und da war gelbe Flagge. Deswegen muss er seine Runde verkackt haben. Jetzt auf jeden Fall, weil die Soft älter sind. Ja, wir gucken mal. Vielleicht können wir ja.
Ich würde mir zutrauen, die Softs ein, zwei Runden zu ziehen. Das wäre schön knapp geworden, ja. Ja, ja. Und dann hätte ich es aber wirklich noch geschafft. Ja, wäre gut gewesen. Ja, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin, Digga. Wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall P1. Freunde, wir haben P1. Wir haben P1. Das ist gut. Auch wenn ich mir nicht sicher war, aber egal, wir nehmen das jetzt mit. Und wir haben zum Glück auch noch zwei KI-Fahrer als Puffer zu Luca. Vielleicht ist das auch gut. Keine Ahnung, mal gucken, Freunde. Aber wie das wird, sehen wir gleich im Rennen. Da sind wir wieder, Freunde. Gerade nochmal strömen gewesen. Und fertig. Ah, guck mal, wir können easy Soft Medium fahren, Jungs. Wir fahren Soft Mediums auf ganz entspannt. Wir fahren Soft Mediums auf ganz entspannt. Flüge lasse ich so. Wir brauchen nichts ändern, Freunde. Wir brauchen nichts ändern. Guck mal, das passt, das passt. Runde 9. Und dann sind die Soft sogar noch gut. Und dann haben wir Möglichkeit sogar noch Runde 8 vielleicht für Undercut. Keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Nur Sprit würde ich ein bisschen mehr gerne mitnehmen. Wie viele Runden fahren wir? 20. Komm, ich nehme mal für 3 Runden mehr mit, Digga. Warum? Wegen der langen Gerade. Medium wird einbrechen. Ach, den zieh ich schon. Den zieh ich schon. Den zieh ich schon. Ich hatte, glaube ich, gerade gesagt, dass die Jungs einfach Start drücken sollen gleich, ne? Ich denke mal, wir warten einfach mal kurz. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt Start drücken sollen. Aber wir warten mal einen Augenblick und dann wird das schon. Und dann fahren wir gleich die Einführungsrunde einfach auf Standard. Und, obwohl, dann können wir jetzt auch drücken. Und dann im Rennen geht es dann halt gleich los. Ich muss einmal kurz so machen. Wegen Dings. Force Feedback. Ja, danke. Und den anderen natürlich auch ein viel Glück. Wir gucken unsere Temperatur der Reifen an. Der hinten links ist ein bisschen. Aber die hinteren kriegen wir schon ins Leben. Das kriegen wir schon hin. Ja, wird langsam. So, Leute. Russland. Strecke, eine von denen, die ich gar nicht mag. Wir sind auf Pole. Aber jetzt, es hängt jetzt viel von der ersten Runde ab, Leute. Bin ich davon überzeugt. Es hängt viel gleich von der ersten Runde ab. Denn die erste Runde wird uns gleich sagen, bei Kurve, Startziel und Kurve 1 wird ganz tricky. Weil lange gerade, Windschatten, die können echt aufholen. Erinnert euch noch an das Ding mit Hamilton und Leclerc letztes Jahr. Mit Vettel und Leclerc. Vettel auf P3, klar der schnellste. Wegen Doppelwindschatten. Ach, schon was am Monster durch. Ehrentommy 36 sagt. Viel Erfolg. Jo, danke dir. Oh, mal gucken. Freunde, denkt dran, die Mods, falls einer eine Spielchat-Nachricht macht wie Itachi und die wird nicht vorgelesen, weil er es ja nicht kann, einmal bitte dann rauskopieren. Ansonsten, Freunde, wenn was ist, schreibt es in den Chat. Die Mods kümmern sich, dass ich das mitbekomme. Ansonsten ist es natürlich schwer, jetzt auf den Chat einzugehen. Wir machen das, Freunde. Ich hab mich verdrückt gerade. Wow!
Ich habe mich verdrückt. Ich habe Start gedrückt. Statt ERS. Wow. Das war ein starker Start. Kann man jetzt vom Glück reden, dass sie gerade so lang ist? Weil wäre da jetzt eine Kurve gewesen, hätte man ein ganz anderes Problem gehabt. So, wir müssen jetzt Gas geben, wir müssen jetzt anpacen, weil wir müssen aus dem Wind, wir dürfen keinen Windschatten kriegen. Diese Schikane killt mich schon in Kurve 1. In Runde 1. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Und raus aus dem Fenster. Wir müssen hier raus. Eine Sekunde. Wir müssen raus, Jungs. Diese Schikane zerstört mich so hart, ne? Sarah 92 sagt, Mesh sagt, wenn sie mehr als 0,5 hinter dir sind, wird's nicht reichen, dass sie dich überholen. Okay. Okay, 0,5, alles klar. Wow. Ich habe gerade mit Absicht das Gas rausgenommen, weil ich da so rübergepaced bin und keinen Vorteil haben wollte. Ich weiß. Und das, weil ich zu viele Fehler mache.
19 Sarah 92. Sagt. Mesh sagt in Runde 7 Reifenabnutzung durchgeben. Okay. Mach ich. Meinst du auch Undercut sonst? Eine Runde früher rein? Oder zu kontern, dass sie uns nicht undercutten? Ich bin am Struggeln, Jungs. Sarah 92 sagt, Mesh sagt, wenn Reifen noch gut sind, gehen wir auf 10 oder 11 Runden Soft, dann Medium. Sarah 92 sagt, Mesh sagt, wenn nicht Runde 8 rein und dann auf Hart. Digga, wir würden safe wegkommen, aber diese eine Schikane, ich trau mich da nicht schneller, weil ich weiß, ich werf die Karre weg, Digga. Ich weiß, ich werf sie weg.
19 Sarah 92. Sagt. Mesh sagt, fahr sie sicher und fahre konstant so weiter und einmal Reifenprozent. Sofort. Schon ein bisschen was drauf. Sarah 92 sagt, schaffst du es bis Runde 10? Ja. Ja, ich ziehe sie dir auch bis 12, 13, wenn du dann glücklich bist. Aber Gasly ist einfach schnell. Sarah 92 sagt, Mesh sagt, dann gehen wir Ende Runde 10 rein und holen Medium. Okay. Machen wir. Ja, fahr mir halt rein, Gasly.
Okay, komm schon. Keine Boxenstops mehr geplant. 19 Sarah 92 sagt. Mesh sagt sehr guter erster Stint. Genau so weitermachen im zweiten. Wir fahren mit den Mediums bis ins Ziel. Ignoriere Gasly erstmal, den holen wir uns später. Alles klar. Da wollen wir mal hart pushen, Bronne. Und tschüss. Komm schon, Jungs, komm schon, komm schon, komm schon. Bam! Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Ehren Tommy 36 sagt stark. Die Outlap hat wohl gepasst, Digga. Okay, Marlin ist auf 1, ist auf Mediums gestartet. Ehren Tommy 36 sagt
Mesh sagt, überpushe die Reifen nicht, du brauchst sie gegen Rennende noch. Ja, aber ich will ein bisschen von Gasly weg. Ich würde gerne wissen, ob Martin aufs Mediums gestartet ist oder ob er eine Runde früher als wir drinne war und alle einfach geundercuttet hat. Obwohl, nee. Kann ja kein Undercut machen mit 10 Sekunden mehr. Ehren Tommy 36 sagt, Mesh sagt, solange Gasly nicht unter 1,3 Sekunden ist, kannst du ein bisschen Reifen sparen. Okay. Wackeliges Rennen, weil das ist sehr von Taktik geprägt jetzt. Wisst ihr, man kann nicht einfach jetzt sagen, voll auf die Fresse, man pusht jetzt übertrieben heftig und fährt einfach seine Runden, sondern man muss jetzt echt überlegen, wie weit gehst du, wie, was machst du. Ich meine, wir haben jetzt keinen Vorsprung, ja, aber ein Fehler weg, Digga. Ich glaube, Gasly hat gepusht mit allem, was er hat. Und jetzt ist der Augenblick gekommen, wo er sparen muss. Ehrentommy 36 sagt, Mesh sagt, fahr auf Standard Benzin und spare EAS, bis es bei 50%, dann zwei Runden wieder pushen. Okay. Fahren wir Standard. Wow, das war jetzt schlecht. Ah, jetzt ist man in der Box, okay. Okay.
glaube, Gasly pusht wieder. Ich habe die ganze Zeit so kleine Ruckler gerade. Ehren-Tommy 36 sagt, Mesh sagt ab Runde 19 pushen bis Ende Runde 22. Ja, okay, ich habe jetzt gerade mal eben keinen Sprint auf Start-Ziel eingelegt. Und auch kein Scheiß, Digga. Luca hat eine Strafe und ist auf 5. Schon. Wir halten auf jeden Fall den Vorsprung gerade. Drei Sekunden im Schnitt. Und wenn es eng wird, können wir noch ein bisschen pushen. Wir haben noch ein bisschen Sprit über, wir haben noch ERS. Ehren-Tommy 36 sagt. Mesh sagt, kannst bis Runde 23 anfangen. Fett und ja, es nutzten so viel du willst. Okay.
Ehrentommy 36 sagt: Mesh sagt, wir wollen versuchen, bis dahin ein 5-Sekunden-Polster auf Gasly zu haben. Scheiße, du bist aber ganz verkackt, Digga. Der pusht jetzt auch hart. Der hat jetzt alles aufgespart. Es ruckelt hart zwischendurch. Jeff, alles gut. Lass mich. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Wow. Super weit rausgekommen. Digga, es ruckelt so abartig. Seht ihr das? Ich habe halt gerade gedacht, ich kann mal gucken, was die FPS, aber das erkenne ich gerade so leider nicht. Ehrentommy 36 sagt: Mesh sagt, ab Ende Runde 23 nur noch den Abstand halten und Benzin und IAS sparen, falls Gasly nochmal pusht. Ja, das ist dir schon gefühlt manchmal.
Digga, es ist. Meine FPS schwanken doch, Digga. Eben war da 53. Das ruckelt hart. Und ich weiß nicht wieso. Fühlen sich aber echt okay an. Und das Geruckel struggelt gerade hart, weil ich manchmal mehr oder weniger fast blind in die Kurve einlenke. Und noch zwei, Digga. Wenn wir die 4 Sekunden halten, können wir mich zufrieden, Freunde. Einfach weiter unser Tempo fahren. Nur ein Safety Car darf nicht kommen. Safety Car wäre unser Todesstoß. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Obwohl, nee. Stimmt gar nicht. Dann würden wir hinter Safety Car das Rennen wahrscheinlich oder das Rennen beenden. Dann wären wir safe durch. Es sind nur noch eine Runde gleich.
Wow. Ehren-Tommy 36 sagt: Boah. Ganz stark, Junge. Wow. Was ein Rennen. Was ein Rennen. KI echt schnell gewesen. Oder wir langsam. Kann beides möglich sein. Aber Fahrer des Tages Martin. Aber Freunde, Alter. Boah, dieser Gestruggle mit kommt ran. Ja, nein, vielleicht. Wie auch immer. Quiert und Gasly, Digga. Boah. Vor allem Gasly. Scheiße, schnell. Gute Fights gab mit ihm. Er hat uns dann auch überholt. Die habe ich noch vorbeigelassen. Aber in unserer Outlap, dann haben wir ihn in Kurve 1 zurückgeholt. Auf außen. Ja. Ja. Das war gut, Freunde. 25 Punkte für uns, für Team Ferrari. Wo ist Martin gelandet? Martin ist 8. geworden und Lukas 5. geworden. Okay. Beide haben einmal 5 Sekunden Strafe. Ja. Martin ist 7 Zehntel schneller gefahren in seiner. Ja, gut, okay, klar. Der ist nachher die Softs gefahren und das Auto war leicht. Aber sei ihm auch gegönnt, der Punkt. Wenn er so schnell ist, wir haben es auf Soft sich hinbekommen. Gut, da war das Auto schwer, aber trotzdem hat er sich verdient. Und Luca, ja, der war die ganze Zeit hinter Magnussen, Gasly und Kwiat. Ja, das war der andere Struggle. Aber Freunde, P1, 25 Punkte für uns. Und wie das weitergeht, sehen wir am Donnerstag, Freunde, mit dem Rennen in Singapur. Und das werde ich jetzt noch fahren. Wenn ihr live dabei sein wollt, ich blende es oben ein. Samstags 2015, 2030 geht's los. JardiLP, twitch.tv/JardiLP, ja. Haut rein, Freunde. Bis Donnerstag. Oder live auf Twitch. Ciao.